Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld. Und ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt eine Nachricht über neue Mod-Merkmale bekomme. Ich weiß nicht, ob die geupdatet wurden. Ich bin der Meinung, als ich die reingepackt habe, habe ich nämlich keine Benachrichtigung bekommen. Nehmen wir es einfach mal so an, wie es ist, ne? Wird schon schief gehen. Hello, Food of Training. Ah. Sind offenbar doch neue Sachen. Kann auch gut sein, weil ich glaube, beide Mods sind vom gleichen Ersteller. Von daher würde ich das gar nicht mal ausschließen. Okay, nehmen wir einfach mal so hin. Und ich wurde ja daran, was heißt erinnert, aber darauf aufmerksam gemacht, dass ich ging ja davon aus, dass hier dieses schöne Feature bei einer Werkbank. Warte mal. Wo haben wir es denn? Details. Genau, dieses zum besten Lager bringen oder sonst wo, dass das irgendwie so ganz brandneu wäre. Aber mir wurde gesagt, dass das schon seit einigen Alpha-Versionen der Fall ist. Also da war so ein bisschen, wie ich schon im Kommentar geschrieben habe, der Dobby-Modus bei mir aktiv, auch wenn ich mir jetzt nicht wirklich die Finger gebügelt habe. Aber innerlich habe ich meinen Kopf zumindest gegen nicht vorhandenen Bettpfosten geschlagen. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann ja, ziehe ich einfach so meine Schlüsse über meine Begriffsstutzigkeit. Also das wäre dann echt fatal. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu doof war. Aber ich denke, wenn jemand von euch das sagt, dann wird das schon stimmen. Wäre nicht das erste Mal, dass mir Dinge so völlig entglitten sind. Apropos entglitten, Mr. Junior ist wieder irgendwie ganz frisch und schnuckelig oder so, keine Ahnung. Eieieiei. Ja, hier geht's auf jeden Fall voran. Wir können bald hier ein bisschen mehr besiedeln, das ist schön. Das mag ich. Und dann können wir auch einen davon mal dekonstruieren, dann kriegen wir ein paar Teilchen noch zu. Das ist auch nicht schlecht. Das lobe ich mir eigentlich auch. Aber apropos Teile, wobei Teile ist nicht so unser Problem. Stahl, aber durchs Einschmelzen von Waffen hat sich das auch gebessert. 49 Teile haben wir, 40 Neutramin. Ja, damit lässt sich was anfangen. Und ich habe noch immer nicht geguckt, wo ich am besten meine Medizin herstellen kann. Hehehe. Müssen wir mal gucken. Ich guck mal ganz kurz in der Forschung bei den Prosthetics. Was steht denn hier so alles? Ersatzorgan, Prothesen hast du nicht gesehen. Synthetische Organe. Gibt's keine Haut mehr, keine künstliche? Wurde das irgendwie verändert? Synthetische Organe, keine Ahnung. Kann sein, muss nicht. Wobei ich sowieso auch Hautreparaturen durchaus einfacher empfinde als manche der fortgeschrittenen Prothesen. Wenn ich mal so ehrlich bin. Und was haben wir hier bekommen? Etwas, das wegtransportiert wird. Irgendwie Faultier hast du nicht gesehen. Naja, warum nicht? Wir haben auf jeden Fall im Moment wieder genug Platz für unsere zahlreichen Gäste, die wir haben. Four Eyes trägt bestimmt eine Brille. Nein, trägt keine Brille. Schämlich. Dann ist sie kein echtes Vierauge. So, und jetzt bauen wir nochmal etwas Kalkstein. Kalkstein, Kalkstein, alles muss versteckt sein oder so ähnlich. Nein. Oh, die Waage sind weggebracht worden. Das ist auch schön. Ach, sind die auch schon verarbeitet? Nicht schlecht. Aus den Wagen vor mir mach ich einen Mantel, ist er nicht warm? Das Fell scheint gut und auch noch warm zu sein. Ich mache daraus Leder und dann gebe ich's dem Jäger. Das reimt sich nicht, doch das ist mir egal. Ich bin bekloppt, ja, das weiß ich auch.
Da wird mal wieder was abgebaut. Ist das nicht schnieke? Und das ist ein wildes... Ach, da kriegen wir auch hier diese erweiterten Dinge angezeigt. Das ist ja praktisch, du. Damit kann man was anfangen. Sozial, Körbe. Reisende der Fraktion, die weißen Schlangen, Abruba. Abruba klingt für mich echt immer so ein bisschen nach einer Abwandlung von Arriba. Abruba. So, hier wird gebaut. Schade, dass hier nicht noch irgendwie wo was Schönes bei rausgekommen ist. Ich hätte gern was Schönes gehabt. Schöne Dinge sind schön. Ich weiß nicht, ob ich meine Räume dann irgendwie mal mit Fallen oder sowas sichere in irgendeiner Form. So frei nach dem Motto, wenn sich da was rein verirrt, dann geht's auch irgendwie kaputt. Aber erstmal müssen wir hier diese Oh, die sind ja auch schon alle wieder gemacht. Ah, man merkt es an Holzvorräten. Aber ich will da mal nicht meckern, weil das bringt mich echt weiter. Was zur Hölle? Wie viele Bären habe ich denn hier? Altair, Verwalter. Nicht schlecht. Herr Specht. Das gibt Äscher, du alter Phrasendrescher. So. Ich will hier... Ja, jetzt will ich auf einmal einen einzelnen Elefanten hier haben, damit ich den zähmen kann. Ich bin da auch von einer gewissen Schizophrenität begriffen, habe ich den Eindruck. Nee, aber ich hätte wirklich gerne so eine schöne Lastentiere oder so. Jetzt brauche ich sie. Jetzt, wo ich auch den Tieren Restriktionen zuordnen kann. Oder ich hoffe zumindest, dass hier nichts von Nashorn weggefuttert wurde. Weil jetzt müsste das ja eigentlich klappen. Was gibt's denn hier so? Jo machte fröhliche Klickgeräusche zu Riffraff. Okay. Jo ärgerte sich Riffraff. Er näherte sich Riffraff und sprach leise mit sich selbst über Essen ohne Tisch. Oh ja, da hat der Jo sicherlich gemeint, Mensch, du hast es echt scheiße. Du kannst nicht mit Tisch essen, weil es keine Nashorn-Tische gibt. Wobei, man kann aus Nashörnern Tische machen, aber ich glaube, den Gedanken spinne ich mal lieber nicht weiter aus. Es reicht eigentlich, dass ich den Gedanken überhaupt schon genannt habe. Das ist schlimm genug. Das Teufelsgarn, ja. Es geht voran, aber bedächtig. Sehr bedächtig. Da können wir eigentlich nochmal... Ja komm, ich mach nochmal die Zone größer. So, machen wir mal so hier. Das ist hier richtig Rockefeller. Boah. Wir können es uns ja leisten. Und hier haben wir 83 Bären, besser als gar nichts. Da haben wir auch noch was. Da wird Holz gefällt noch. Da sind tatsächlich alle Stahlvorräte rausgeklöbbelt. Ist die Frage, nehmen wir lieber die näheren Stahlressourcen oder gehen wir erstmal ein Stückchen weit weg, um für Notfallnähere zu haben. Boah, das ist ja schon fast mit Metagedanken, die über das eigentliche Ziel hinausgehen. Nee, ich würde fast sagen, wir nehmen einfach mal hier so ein Stückchen. Dann haben wir hier was Näheres noch. Das klingt eigentlich nach einer Idee. Ja komm, ich mach das einfach mal so. Wobei das immer noch eines der einfachsten Stahlvorkommen ist, um ranzukommen. So, machen wir das mal so hier. Dann wird das schon irgendwie klappen oder nicht. So werde ich es denn schaffen oder beim Versuch elendig verrecken. So, Erik hat mal so ein bisschen kleinen Chillinger gemacht. Oh, da sind sogar gleich zwei Sachen, die ich nicht mehr lesen konnte. Ja, ihr könnt das. Ihr könnt ja jederzeit stoppen, wobei... Ich zugeben muss, dass meine Videoqualität auch nicht immer aufs gestochenste scharf ist. Ah, da muss ich eigentlich mal gucken, ob ich da noch irgendwie ein Schräubchen drehen kann, ohne dass die Dateigröße für ein Upload
zu exorbitant wert. Muss ich mal schauen. So, aber kommt Zeit, kommt Konrad. Hier wollen wir noch mal ein bisschen Kalkstein verbröseln. Was heißt verbröseln? Eigentlich verkunstwerkeln. Nein, nicht verkunstwerkeln, sondern versteinblöckeln. Ja, wir sind hier voll Social Media. Wir haben ganz viele Blocker. Manchmal auch Beta-Blocker. Metallschrott einschmelzen. Beendet. Und Waffen sind offenbar auch derzeit keine da zum Einschmelzen. Holzknüppel ist der Holzknüppel etwa hier zu wertig oder wie? So, mal sehen. Lumi und Voreis unterhielten sich über das Zähmen von Erdferkeln, während Voreis und Lumi sich auch über Chemiker unterhielten. Die unterhalten sich so über einiges, habe ich den Eindruck. Und Döner, was machst du denn, mein Diggerchen? Oder nee, das ist eine dicke Linchen dann eben. So, niedrige Erwartungen, das finde ich klasse. Niedrige Erwartungen sind cool. Ah, das kommt auch wegen dem Reichtum des Ortes. Also die Erwartungen werden höher, je reicher wir werden. Das ist schon mal per se keine gute Grundlage. Während die Forschung, ich glaube, das war doch hier die Geschütze, die schweren. Ja, ich weiß mal etwas. Ach, das ist traurig, dass ich mich darüber freue. Aber manchmal sind es halt die kleinen Dinge im Leben. So, was haben wir denn hier noch so alles? Wir haben hier sogar ein freies Bett. Ole. So, jo, aber das ist jetzt... Was hat er denn überhaupt? Ach so, der hat Angst. Jo, da kann ich auch nicht helfen. Angst in meiner Kolonie. Wir sind hier sicher wie sonst was. Ui, Wertung 96 und haben trotzdem nichts dagelassen. Was seid ihr für bescheidene Gäste eigentlich? Fühlen sich pudelwohl, aber hinterlassen nichts. Das ist... Nee, da bin ich nicht zufrieden. Das üben wir nochmal. So, will ich hier noch irgendwie angeln oder so? Das ist die Frage, ne? Wie mache ich das überhaupt am besten? Muss ich da irgendjemanden hinschicken und sagen, Mensch, Wuseline, du kannst... Ist kein Fishing. Wer kann denn Fishing und was braucht Fishing? Nee, zuweisen. Aber da haben wir es doch. Fisch. Auf den Tisch kommt heute ein Fisch. So saftig süß. Ah, relevante Fähigkeiten. Tiere. Ja, da haben wir das Problem. Tierpfleger. Kann aber nicht fischen. Das ist scheiße, unser einziger Tierpfleger. Ja, müssen wir wohl warten, bis wir jemand anderes dafür haben. Sonst möchte ich nämlich die Prioritäten und das läuft im Moment eigentlich ganz fluffig. Da bin ich so unzufrieden nicht derzeit. Ja, ist mir auch egal, wenn da mal so ein harmloses Viech wütend wird, dann wird es das halt. Frage, wollen wir hier noch mal weiter buddeln oder eher so buddelvoll rum? Ich weiß nicht, inwiefern bei der Dicke hier die Gefahr besteht, dass trotzdem mal jemand durchbuddelt. Gerade mit dem Wasser davor. Ach, das ist eine Aurora. Das mag ich. So. Wir können eigentlich demnächst auch das Nashorn jagen, oder? Ich meine, so ein einzelnes verlorenes Viech. Wie sieht es mit dem Fleisch aus? Wir haben ja eigentlich kürzlich erst die Waage gehabt, aber trotzdem sehe ich, dass die Nahrungsmittel doch ordentlich benutzt werden, offenbar. Wie viele Vorräte habe ich überhaupt für die leckeren? Ja, von bis über hast du nicht gesehen. Machen wir mal 120 draus. Dann geht er schon.
alle Steinblöcke hergestellt. Das bedeutet, wir haben den Raum begehbar. Yes. Dann können wir nochmal die Oberfläche glätten. Hoho, ist richtig Luxus jetzt. Jetzt wird's luxuriös. Oh, dann machen wir, glaube ich, noch ein Riesenbett rein, oder? Ich meine, bei der Größe des Raumes muss man sich's eigentlich mal leisten. So, einmal hier so rein. Das Holz dafür habe ich jetzt auch und dann, ja, die zusätzlichen Möbel sehen wir dann. Und eigentlich können wir ja hier auch jemanden reinpacken. Wer ist stimmungstechnisch derzeit so am, ja, der Junior? Wer sonst? Ich glaube, dann gebe ich das erstmal dem Junior. Damit der hoffentlich ein kleines bisschen besser gestimmt ist. So, müssen wir also so mal sehen, welches die schlechtesten Zimmer sind, damit wir da eventuell ein bisschen was aufhübschen. So, Mr. Junior geht's noch immer nicht gut, vermutlich alles noch so ein bisschen wegen seinem Eheweib. Kurz gucken, sozial. Eieieiei, ist er mit dem Erik noch immer nicht so ganz grün. Und auch mit Wuseline ist derzeit noch ein kleines bisschen Krach. Nee, nicht Körper, sondern Bedürfnis. Da ist es. Ja, noch der minus 20. Aber zum Glück auch niedrige Erwartungen. Das finde ich einfach höchst sympathisch. Niedrige Erwartungen sind immer gut. Ah, und der Jo macht hier so ein bisschen unseren Reingemache-Kerl. Ja, genau. Anderen beim Putzen zuschauen, finde ich übrigens echt super, solange ich selbst nicht putzen muss. Aber zuschauen, das hat schon was. Das Viech dürfte man gerne mal abtransportieren. Oh, da ist eine Schlange, eine Kobra. Oh, und ein Teilchen vom Raumschiff, das finde ich höchst sympathisch. Aber erstmal möchte ich, dass meine Kolonisten ausschlafen, genau. Dann kann ich ja schon mal wieder ein Sondereinsatzkommando zurecht. Das ist ja schön. Eine Karawane mit dem Onkel von Blackie. Das ist ja doppelt geil. So, aber erstmal muss Blackie nochmal mitmachen. Denn wir wollen auf Jagd gehen, habe ich beschlossen. Ah, da hinten ist die Schlange. Okay, ich glaube, die greife ich zuerst an. Danach kann ich mich immer noch darum kümmern, dieses doofe Nashorn fertig zu machen. Und die reden nebenbei. Über Skat. Ja, warum nicht? So, Blackie, du kannst gleich zur Verwandtschaft. Alles zu seiner Zeit. Jetzt ist erstmal Zeit für Schlange am Spieß demnächst. Und wenn wir schon dabei sind, ach komm, nee, so hier. Okay, das hat noch nicht so ganz aggro gemacht. Will ich mich aber auch nicht beschweren. So, das Nashorn rächt sich, ist aber schon tot. Von daher, so viel kann es sich nicht rächen. Ach, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Warum nicht? Wie geht's überhaupt den Elefanten hier körperlich? Oh, keine Beeinträchtigung. Kein Asthma. Das finde ich irgendwie schade. Hätte ich gerne gehabt. Aber man kann halt nicht alles haben. So, dann, ach, bei der Distanz greifen wir auch mal den Kasu an. Nehmen wir alles mit. Warum nicht? So, das Ding wird nochmal kaputt gemacht. Kaputt. So, jetzt dürft ihr euch wieder tummeln. Das klingt doch nach einer Idee. Und mal sehen, Blackie, kannst du überhaupt sozial?
Aber das kann ich ja jetzt alles hier schon teilweise sehen. Ja, Blacky kann sozial. Sogar mehr sozial als Wuseline. Deswegen schicken wir Blacky zu ihrer Verwandtschaft. Rede mal mit Kumiko, was wir so handeln können. Oh, und hier wird sich unterhalten ohne Ende. Oh, da kommt Blacky. Blacky! Okay, wir können ein paar Hündchens kaufen, wenn wir wollten. Wollen wir aber nicht. Insektenfleisch. Ja, das möchte ich gerne komplett loswerden, auch wenn ich es noch in Essenszeug verbasteln könnte. Trotzdem nicht schlecht. Und wenn wir schon dabei sind, komm, wir haben hier Leder, das wir nicht so wirklich brauchen. Das können wir alles verkaufen. Verkaufen, sage ich, verkaufen. Chinchillafell, ja, kann man, muss man nicht. Tun wir vielleicht noch. Stoffhaltig, Bauteile. Ja, Medizin können wir vielleicht auch denn unsererseits holen. Oder Bauteile noch? Jo, Bauteile sind da. Was die Frage? Nehmen wir hier die volle das wird teuer. Vielleicht nehmen wir auch eher so 15. Können wir uns noch ausdenken, was wir zusätzlich verkaufen können. Außer unserer Seele. Die Dinger sind ja offenbar nicht so doll geworden. Können wir das erstmal verkaufen? Stoffmantel. Die Hose ist auch ver... Eieiei. Wenn schon die üblen Elefantenhosen derart viel wert sind, das ist ja schon mal ganz angenehm auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so ein Hütchen. Oh ja, Holzbetten, die wir nicht mehr brauchen. Verkaufe ich auch herzlich gerne. Ebenso ein Tisch, ja, komm. Alles verkaufen, haben wir wieder etwas Platz. Was haben wir noch zu verkaufen? Zündgarnhose, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hm. Komm, wird hier offenbar auch nicht mehr angezogen. Haben wir noch was? Oh, wir kriegen mittlerweile schon Geld, das ist ja geil. So will ich das haben. Trotzdem noch mal gucken, ob wir hier irgendetwas zu veräußern haben. Neutramin brauche ich selbst noch. Hightech-Bauteil brauche ich derzeit eigentlich nicht. Das ist halt immer so die Frage, ne? Das gute Gewissen, ne? Wolfsfell, ja, das brauche ich doch auch nicht. Weg mit dem Sheet. Waffen kann ich hier leider gerade keine verkaufen. Holzskulptur. Ach, sowas besitze ich. Ist ja fantastisch. Nö, dann... Ach komm, den Elefantenhaut, Cowboyhut nehmen wir auch mal. Verkaufen den und gönnen uns dann nochmal. Wo haben wir denn die Bauteile? Machen wir schöne 20 draus und... annehmen. Yes! Hoho, und da kriegen wir auch nochmal Beziehungsbonus. Yippie-yay. So, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Ich pausiere, denn wir haben derzeit keinen Angriff. Damit ich mich verabschieden kann, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.